Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollege Schmidt, also ich kann es nicht anders sagen. Also so viel politischen Bullshit zu diesem Thema habe ich wirklich noch nicht gehört und schon gar nicht um diese Uhrzeit. Ein Ziel muss in den nächsten Tagen doch sein, dass jeder Schüler, jeder Lehrer, jede Pflegekraft so schnell einen Test bekommt und ein Testergebnis wie jeder Bundesligaspieler. Das müsste Ihre Aufgabe in dieser Woche sein. Kollege Theurer, es war eine stabil marktradikale Rede, wie man sie erwartet von der FDP, hilft aber in dieser Pandemie leider überhaupt gar nicht. Ja, ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören wollen. Die berühmte Maskenaffäre der CDU-CSU, das ist ja so, als ob da nie irgendwas geschehen ist, wo sich ja nicht nur eine Person, der Kollege Nüssheim war es, glaube ich, 600.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt hat. Auch das ist noch nicht aufgeklärt, inwieweit eigentlich Ihr Haus davon wusste und irgendwie involviert gewesen ist. Sie in Ihrer Partei, Sie haben ja einen Arbeitskreis kritische Rechtsradikale genannt, Werteunion. Ich hatte ja eben bei Ihnen, Kollege Ziemiak oder Kollege Schipanski, fingen Sie an, ich dachte, okay, es ist irgendwas begriffen worden. Es hat sich irgendetwas bei Ihnen gewendet. Das hielt aber leider nur die ersten 10 Sätze. Wenn ich in meinem Wahlkreis, was weiß ich, in Bitterfeld-Köthen oder Bernburg abends mal zu einer Party gehe oder zu einem Bier gehe, da kriege ich maximal ein Pilz 03 ausgegeben. Aber da hängen keine Leute rum, die fast 10.000 Euro mir in die Tasche stecken. Das ist der Unterschied. Und deswegen sollte man mal überlegen, mit wem man eigentlich so rumhängt. Und das färbt nämlich irgendwann auch ab, wenn man nur noch mit dem Geldadel rumhängt und nicht mehr mitbekommt, was an der Basis dieser Gesellschaft stattfindet. Ministerpräsident Haseloff, in Sachsen-Anhalt gab es schon vor der Pandemie 2.000 Lehrer zu wenig. Schon vor der Pandemie. Und jetzt wäre es doch mal eine Zusage, endlich umgehend die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens zu beenden. Umgehend eine Entprivatisierung der Krankenhäuser anzugehen. Die Marktlogik muss raus aus unserer Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass ausgerechnet ich Sie daran erinnern muss, mit Blick auf Thüringen, endlich Ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Daran können Sie erkennen, was für ein fettes Problem Sie haben. Mal ausnahmsweise ein Satz zur AfD. Also ausgerechnet die Truppe, die, ihr habt den Artikel hier, ausgerechnet die Truppe, die auf Fraktionssitzungen mehrere 10.000 Euro für Schnittchen und Mettigel rausballert, sich hier als moralisch wichtig zu stellen, das ist echt nicht recht. Das ist nicht recht. Kinder sollen nur noch, so die Empfehlung, einen Freund treffen. Mal gucken, wie das überhaupt möglich ist, umzusetzen. Und gleichzeitig sehen die Leute, dass die Kinder mit 30 Kindern zusammen in der Grundschule morgens sitzen. Das ist doch nicht logisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch nicht verstanden wird, dass man 9 Milliarden Euro hier ruckzuck für die Lufthansa zur Verfügung stellt, aber 0 Milliarden Euro für ein bundesweites Luftfilterprogramm für die Schulklassen. Das versteht kein Mensch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin im Einstecken als Linker sehr ausgebildet. Und ich will Ihnen sagen, dass ausgerechnet Sie, die bei allen Überschreitungen, die Sie ja zum Geschäftsmodell gemacht haben, ansonsten kämen Sie ja nicht vor, weil Sie Inhalte hier nicht vorzuweisen haben, Sie berufen sich immer auf die Pressefreiheit, die Sie heute grundlegend infrage stellen. Das ist ein gewisser Widerspruch. Ich glaube, dass es geboten ist, weil Politik, Frau Kanzlerin, ja auch was mit Symbolik zu tun hat, dass man sich nicht ständig nur mit Autobossen und solchen Leuten trifft, sondern ich glaube, es wäre gut, einen Sozialgipfel zu machen, um mit den Leuten, die an der Kasse sitzen, in den Schlachthöfen arbeiten, unter unwürdigen Bedingungen, sich mit denen mal zu treffen, damit man mal mitbekommt, was an der Basis unserer Gesellschaft eigentlich so abgeht. Warum soll eigentlich die Entsendung von irgendeiner Fregatte, wie kürzlich geschehen, in den Indopazifik verantwortungsvoller sein, als international eine Pandemie zu bekämpfen? Das versteht doch wirklich kein Mensch. Und ich frage mich bei Ihnen schon, es sind über 80.000 Leute mittlerweile an Covid-19 gestorben. Es sind jeden Tag Pflegekräfte, die sich im wahrsten Sinne des Wortes um ihre Gesundheit schuften. Herr Kollege, was sagen Koppe. Sie eigentlich diesen Herr Kollege Leuten? Koppe. Gucken Sie denen mal ins Gesicht, wenn die ihren braunen Klamauk hier Herr sehen. Kollege das Koppe. Ist so daneben. Was sagen Sie eigentlich diesen Menschen? Das Herr muss Kollege mal Koppe. Gesagt werden. Und eins will ich noch mal deutlich sagen. Liebe Freunde von der FDP, diesen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln, hätte es ohne den Staat gar nicht gegeben. Um das hier mal klar zu sagen, Millionen Euro Steuergelder sind dort hineingeflossen. Es hätte der Markt einen Scheiß geregelt, um das mal ganz deutlich zu sagen. Gott bewahre uns davor, dass Sie irgendwas zu sagen haben in diesem Land im Sinne Herr der Kollege Angehörigen Koppe. Der vielen Toten. Allerletzte. Wir könnten auch mal über die
Vergangenheit der Bundesrepublik nachdenken. Seit 1949, ich finde, da muss man immer wieder dran erinnern, 26 Bundesminister, ein Kanzler, die früher in der NSDAP, in der SS oder der SA gewesen sind. Man muss da doch mal dran erinnern. Als ich heute Morgen in der S-Bahn gesessen habe, da ist es schön, dass ich als Abgeordneter und die, die ordentlich Kohle verdienen, denen es gut geht, die sicheren FFP2-Masken haben. Aber die, die in Kurzarbeit sind, die nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen, erkennt man daran, dass sie die billigen, nicht so sicheren OP-Masken haben. Das ist ein unerträglicher Zustand, und deswegen muss die Regierung und der Staat dafür sorgen, wie es im Infektionsschutzgesetz übrigens möglich ist, FFP2-Masken zentral beschaffen, den Preis deckeln und für alle zur Verfügung zu stellen. Das ist unerträglich, diese Zustände. Jede Vollmacht, die man dieser Bundesregierung im Allgemeinen und ihn, dem Gesundheitsminister, im Speziellen abnehmen kann, ist ein großer Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Wenn man mit den Leuten spricht, fragen sie natürlich auch in den Gesprächen, wer bezahlt das alles? Das ist ja eine berechtigte Frage. Und in der Regel ist so, wenn man da fragt, was denkt ihr denn, wer das bezahlt? Da kommt die mittlerweile resignierte Antwort, es wird so sein wie immer. Wir kleinen Leute werden es bezahlen. Und deswegen wäre es ein richtiges Zeichen, hier im Bundestag endlich für die Milliardäre in diesem Land eine Vermögensabgabe zu beschließen, dass es nicht so läuft wie immer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Jahre 2020 sind allen Ernstes 21 Kliniken in Deutschland geschlossen worden. Was sind das denn bitte schön für Zustände? Sie klagen gegen den Bundestag wegen der Maskenpflicht. Und Sie meinen, nur weil Sie Abgeordnete sind, müssen Sie sich nicht so verhalten wie der Rest der Menschen, die morgens mit Masken in der U-Bahn sitzen. Sie sind nichts Besseres, um das hier mal klar zu sagen, nur weil Sie Abgeordnete sind. Man muss sich das mal reinziehen. Während dieser Corona-Krise, wo Leute in Kurzarbeit sind, wo sie nicht wissen, ob sie am Ende des Monats noch einen Job haben, wächst die Zahl der Milliardäre in Deutschland von 114 auf 116. Man muss sich diese Perversität einmal reinziehen, was hier eigentlich falsch läuft. Man muss doch mal sehen, wie es bei Leuten ankommt, wenn ein DAX-Vorstand durchschnittlich 5,6 Millionen Euro Jahresgehalt hat. Dafür müsste eine Pflegekraft 156 Jahre arbeiten. Hier stimmt doch etwas nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei mir in Sachsen-Anhalt, in meinem Wahlkreis, dort treibt ein besonders übler Krankenhauskonzern sein Unwesen, nämlich Ameos. Und dort hat eine Beschäftigte Folgendes gesagt, was Privatisierung für diese Menschen bedeutet. Das sollte man sich mal sehr gut anhören. Geld wurde über Leben gestellt. Zitat Ende. Das ist der Kern, über den wir hier heute reden. Ich will mal daran erinnern, dass hier Leute, Kassiererinnen, gefeuert werden, wenn sie 70 Cent Pfandbons einstecken. Und in der Logik, die Sie aufgeführt haben, müsste diese Kassiererin, die 70 Cent einstecken kann, sofort zur Marktleiterin befördert werden. Und dann kommt die andere Kollegin und sagt, ja, Marktleiter ist aber ein bisschen viel. Und dann wird sie zur stellvertretenden Marktleiterin gemacht. Das kann doch nicht allen Ernstes Politik sein. Liebe Freunde von den Sozialdemokraten, wenn Sie es mit der Erneuerung wirklich ernst meinen, dann dürfen Sie bei dieser Farce, die Ihnen vom Innenminister hier aufgetischt wurde, keinesfalls mitmachen. Um das ganz klar zu sagen, Krankenhäuser müssen keinen Profit abwerfen, sondern sie müssen bestmöglich Patienten gesund machen. Das muss die Maxime in der Politik sein. Heute wurde über die deutsche Einheit gesprochen. Und es gab eine Demokratiebewegung und übrigens auch die Arbeiterbewegung. Und die hatte ein Ziel, nämlich, dass alle Menschen Brüder und Schwestern sein sollen. Und da heißt es nicht in dieser Bewegung, dass die Schwachen gegen die Schwachen ausgespielt werden. Wir brauchen eine neue Ära der Solidarität. Und es ist ja eigentlich so, dass Menschen einen inneren Kompass haben. Mit Mitgefühl, mit Menschlichkeit, mit Freude, wenn sich Menschen wiederfinden, vor allem, wenn jemand unschuldig im Knast gesessen hat. Dieser Kompass ist bei Ihnen vollständig im Eimer. So viel Niedertracht muss man erstmal zustande. Das Einzige, was bei Ihnen und übrigens auch bei Ihrem Kumpel Andi Scheuer wirklich, wirklich beeindruckend ist, das ist, wie man eine so schlechte Politik, so viele Skandale und so viele Milliarden verbrennen kann und dass sie trotzdem noch im Amt sind. Das ist wirklich eine Leistung. Da muss auch ich meinen Hut vorziehen. Und die Bundesbildungsministerin Karliczek heißt sie, glaube ich, ist ja bis jetzt wirklich nur dadurch aufgefallen, sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Andi Scheuer in den Posten des schlechtesten Ministers zu liefern. Das ist unerträglich in dieser Situation. Wir brauchen Top-Schulen, einen starken Sozialstaat. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn wir das endlich
endlich mal wieder ordnen und vor allem auf die hören, die in den Schulen arbeiten und die nebenbei alles versuchen, um ihre Kinder unter schwierigsten Bedingungen durch diese Pandemie zu bringen. Also auch mal eine kleine Information an die Koalitionsfraktion. Sie sitzen doch hier nicht als die Pressesprecher und die Vollzugsorgane dieser runtergerockten Bundesregierung. Sie sind frei gewählte Abgeordnete, so können Sie doch nicht mit sich umgehen lassen, egal wie man zur Sache steht. Herr Kollege, über dubiose Geldflüsse sollten ausgerechnet Sie von der AfD hier besser kein Wort verlieren. Da müssen Sie erst mal, Sie werden ja offenbar von der Schweiz gesteuert, die fünfte Kolonne oder so, was da an Geld so fließt. Also das sollten Sie erst mal klären. Ja, mit Lehren aus der Geschichte haben Sie es nun wirklich nicht. Das wissen wir, deswegen sind Sie da erst mal grundsätzlich raus. Diese Bundesregierung, die kann ja nicht mal 3 Wochen im Voraus planen. Das ist wirklich fassungslos. Und jetzt werde ich Ihnen etwas verraten, ein Geheimnis verraten, was eigentlich wissen das alle außer Sie offensichtlich. Denn es gibt im Sommer recht präzise festgelegte Sommerferien. Das weiß man schon ein Jahr vorher, dass die stattfinden werden. Das wollte ich Ihnen einfach mal mitteilen. Dann sind Sie vielleicht nicht so überrascht, dass am Ende von Ferien es Reiserückkehrer gibt. Und Sie wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen hier rumrennen und sagen, wir müssen das jetzt mal testen. Alles viel zu spät. Ist doch absurd, was Sie hier vorlegen. Und ich habe eine weitere Top-Information für Sie, die ich Ihnen geben würde, vielleicht dann für den nächsten Pandemiesommer, wenn Sie so weitermachen, wird es den nämlich geben. Noch eine Top-Information. Nach den Sommerferien fängt die Schule in der Regel wieder an. Also auch das wollte ich Ihnen mal sagen. Das ist ja ganz gut zu wissen vielleicht. Leider reichen 5 Minuten überhaupt nicht. Dafür bräuchte man 2 Stunden hier zu diskutieren, um diese ganzen Fehlverhalten und das Versagen hier minutiös aufzusagen. Ich möchte Sie trotzdem noch mal ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Also in allem sind Sie wirklich gut, Herr Minister, nämlich das ist im Ankündigen und danach werden die Ankündigungen entweder von der Bundeskanzlerin, was macht die eigentlich? Die scheint ja dem Erdkreis auch völlig entrückt zu sein mittlerweile. Keine Ahnung, was sie eigentlich in diesen ganzen Affären tut. Sie kündigen an und danach kann es nicht eingehalten werden. Immer wieder und immer wieder, immer wieder, es geht immer so weiter. In den Zeiten der Pandemie überhaupt Pflegepersonal und Kräfte in Krankenhäusern überhaupt zu feuern, das ist ja schon völlig bekloppt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht noch deutlich bekloppter. Im Jahr der Pandemie, im Jahre 2020, wurden allen Ernstes in der Bundesrepublik 21 Kliniken dicht gemacht. Das sind doch kaputte Zustände. Wo leben wir hier eigentlich? Gehen Sie mal hier in die Schulen in diesem Land. Ich mache das jeden Morgen, wenn ich die Kids dahin bringe. Gucken Sie sich das doch mal an. Was ist das denn? Da haben wir letztes Mal doch schon drüber gesprochen. Da machen Sie im Juli 200 Millionen, stellen Sie zur Verfügung. Es bringt überhaupt nichts. Und dann gucken Sie sich doch mal die Schulklassen an. Da sollten Sie vielleicht mal hingehen, wie es da aussieht. Zumindest in den öffentlichen und staatlichen Schulen, da, wo meine Kinder selbstverständlich hingehen. Aber das ist offenbar irgendwie völlig jenseits von Ihrer Welt, in der Sie sich so sozial bewegen. Ich möchte zu dem ja fast schon tragischen Kanzlerkandidaten der CDU/CSU Folgendes sagen. Sie haben, Herr Laschet, einen Epochenumbruch hier angemahnt. Da haben wir eine unterschiedliche Auffassung. Ich glaube auch, dass wir einen Epochenumbruch brauchen, nämlich dass endlich die CDU/CSU von der Regierungsbank verschwindet und in die Opposition befördert wird. Meine Kinder kennen nur das. Das ist fürchterlich. Und da Sie auch in dem Zusammenhang über Wohnen hier gesprochen haben, dann können Sie in der Opposition ja auch die als Parteispenden getarnten Schmiergelder der Immobilienlobby von aktuell 1,25 Millionen Euro, die Sie bekommen haben, dort verjubeln, aber nicht mehr in der Regierung. Und die soziale Dimension, warum gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen so wenig geimpft sind, das gehen Sie überhaupt nicht an. Das ist Ihnen völlig egal. Diese Menschen, die an der Basis dieser Gesellschaft leben, diese Vorgänge führen uns zu einer sehr grundsätzlichen Frage, in was für eine Gesellschaft und was für ein Land wir eigentlich leben wollen. Und deswegen müssen wir uns grundsätzlich fragen, was bedeutet Privatisierung? Privatisierung von öffentlichem Eigentum bedeutet nichts anderes als Raub und Enteignung der Bevölkerung. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Wenn das nicht so traurig wäre, wäre das ja schon fast heiter. Also ausgerechnet Sie, die es wirklich verbockt haben ohne Ende. Dafür reichen 9 Minuten gar nicht aus, und das ist schon eine recht üppige Redezeit. Ausgerechnet Sie wollen noch mehr Kompetenzen haben. Das kann wirklich nicht wahr sein. Wir sind bereit dafür, hier Verantwortung zu übernehmen und das Ganze hier mal ein wenig auf Vordermann zu bringen. Die Schulen, den Gesundheitsbereich, die Privatisierung der Gesundheit und Krankenhäuser zu beenden, endlich vernünftige Löhne zu bezahlen, also das, was Sie auf Plakaten draufgeschrieben haben. Die Grünen übrigens auch, weil die jetzt gucken alle dann immer so auf den Boden. Das, was die CDU/CSU gerade aus der Gruft aufführt,
Das ist ja ein Totentanz der politisch Untoten, der hier stattfindet, mit roten Socken und so. Da wird jetzt die Plakate entstaubt. Mir gefällt das außerordentlich gut, Kollege Brinkhaus. Machen Sie weiter so, denn das zwingt immerhin SPD und Grüne, sich mal zu bekennen, mit wem man dieses Land fortschrittlich und gerecht gestalten kann. Wir sind startklar.